Und hiermit begrüße ich euch zu einer weiteren Folge von Deus Ex Human Revolution. Ich habe mich jetzt in der letzten Folge ja gewundert, was heißt, und eigentlich hätte es mir auch klar sein können. Aber ich habe mich jetzt informiert und normal heißt quasi, die funktionieren ganz normal, wie sie immer funktionieren. Deaktivieren natürlich deaktiviert und Gegner heißt einfach, man kann quasi einstellen, wen sie fokussieren beim Schießen. Und auf Gegner werden quasi die Gegner fokussiert, in dem Fall ist es aus unserer Sicht gesehen, also unsere Gegner. Und jetzt dürften uns die, ich sag mal, Roboter... Oh, hallo. nicht mehr fokussieren und nur noch die Gegner fokussieren. Hallo? Oder kommt er einfach mal hergerollt? Wenn mir das vorhin passiert, wäre es echt schlimm gewesen. Warum hört es sich an wie ein T-Rex? Man weiß es nicht. Die schlafende Welt wacht auf. Alle größeren Seuchen sind geheime Maßnahmen zur Bevölkerungswachstumskontrolle. Der menschliche Organismus hat einen Fehler. Er ist zu stark für jene, die die Weltherrschaft an sich reißen wollen. Wir sind einfach zu gute Überlebenskünstler. Und wir sind viel zu viele. Um die Bevölkerungszahlen heimlich zu reduzieren, werden im Reagenzglas hergestellte Krankheitserreger auf die Herde der nichtsahnenden Menschen losgelassen. Zu diesen Laborerzeugnissen gehören AIDS, HIV, Ebola, SARS, die Schweinegrippe und noch viel andere. Aber es gibt ein Heilmittel. AIDS wurde von einer Verschwörung, neokonservativer religiöser Extremisten entwickelt. Ebola ist die waffentaugliche, ist ein waffentaugliches Killervirus, das aus einer geheimen russischen Forschungsanlage entwischt ist. SARS war in Chinas fehlgeschlagener Versuch, die Stadt Hongkong auszulöschen. Und Bioterroristen und Konzernlobbyisten haben gemeinsam die Schweinegrippe erschaffen, um die Welt in Angst und Schrecken zu versetzen. Und das sind nur die ersten Schüsse eines Krieges, in dem euer Blut das Schlachtfeld ist. Uns steht eine noch viel schlimmere Pandemie vor. Jedes Virus ist eine Bombe. Okay. Das ist natürlich eine interessante Verschwörungstheorie und es gibt auch sicher genug Menschen, die davon ausgehen. Ich werde hier nochmal ganz kurz in den Lüftungsschacht reingucken und, wie wir sehen, sind wir da, wo wir vorher oben drüber waren. Das ist auch ganz schön. Ich habe auch durch Erkunden ein bisschen was über meine Augmentierungen gelesen, mehr oder weniger gewollt. Und zwar habe ich gelesen, welche Augmentierungen eher nichts bringen, also wirklich nichts, und welche schon ein bisschen was... Ach, hier war der Roboter drin. Bei Alarm wäre er rausgekommen. Und welche was bringen würden. Fällt mir natürlich gerade auf, der Roboter, es ist unnötig gewesen, dass wir den jetzt noch geholt haben, weil die Gegner schon tot sind. Aber egal. So. Und wir sind gar nicht mal so schlecht vor den Augmentierungen. Ich habe jetzt auch so einen kleinen Plan, welche ich nehmen kann und welche nicht, weil dann auch ein bisschen dabei stand, welche für was gut waren. Und ich hoffe, das zählt nicht quasi als... Ich will das Spiel ja quasi blind und selbst durchspielen und ich hoffe, damit ist mir nichts Falsches passiert. Also, ich will eigentlich damit nur sagen, damit habe ich mir nichts vorweggenommen, was ich sonst nicht selbst getan hätte. Okay, weiter geht's. Kommst du mal bitte mit? Ich habe auch erfahren, dass Leute, die schleichen, also die schleichend spielen, allgemein schneller durch, oder besser gesagt, besser durchs Spiel kommen. Hat verschiedene Gründe. Zum Beispiel kriegt man, wenn man Leute hier zum Beispiel so ausschaltet, relativ, also nahkampfmäßig, viel EP. Schießt man sie an, kriegt man 10. Wenn man einen Kopfschuss macht, sind 25 und wir haben gerade mindestens 50 bekommen. Das heißt, es lohnt sich, auf jeden Fall die Leute schleichend auszuschalten. Und hier kommen wir in den Pumpenraum. Ich dachte, wir hätten dazu schon die Codes. Und ich habe auch beim Hacken herausgefunden, man kann auch einfach den gegnerischen Knoten hacken. Und wir sind im Hacken schon so weit, dass wir uns das eigentlich leisten können. Denn wenn wir nämlich den gegnerischen Knoten hacken, kriegen wir alle Boni, die es gibt. Und das ist doch irgendwie, finde ich, schon relativ viel wert. Und es geht auch oft schneller, wenn zum Beispiel der rote Knoten näher dran ist. Das nur so als kleiner Nebeneinschub, falls einer von euch mal Deus Ex spielen will. Kann es sich sehr merken, versuchen, die roten Knoten zu hacken. Es geht, wie gesagt, schneller und bringt einfach mehr.
haben wir jetzt natürlich recht spät rausgefunden. Ich weiß gar nicht, ob es mal erklärt wurde. Vielleicht immer in einem Hacken-Tutorial. Ich habe die Tutorials ja mehr oder weniger ab einer bestimmten Zeit übersprungen. Hatte zwar schon die meisten dann ja mehr oder weniger gehört. Aber ist ja auch nicht ganz so schlimm. Die Tutorials mal ein bisschen mitzunehmen. Ich meine, es sind auch ein paar des Spiels. Gehören auf jeden Fall dazu. Und ein paar kann man mitnehmen. Man muss natürlich dann nicht halt alle mitnehmen. Okay. Pump Room, Punk Good, Storage Depot und Cryo Sterilization Pool. Ah, das war also der Cryo Pool. Quasi mit dem ganzen Wasser. Kommen wir da rein? Nee, haben keinen Code. Schade. Egal. Können wir auch hacken. Ist ja kein Problem. Ja gut. Da ist natürlich das Problem. Wenn wir zu dem Knotenpunkt ankommen, ist alles vorbei. Das heißt, wir sind mehr oder weniger gezwungen. Was will ich sagen? Wir sind mehr oder weniger gezwungen, die Sachen einzeln für uns zu holen, wenn wir sie haben wollen. Aber wie gesagt, wir sind auch schon so gut im Hacken, dass es eigentlich keinen großen Unterschied mehr machen würde, wenn wir alles einzeln holen. Also sollte es jedenfalls nicht. Wenn doch, dann wäre es unglücklich. Also wenn der Gegner vorher ankommt. Wir sind hier. Wir haben es geschafft, obwohl es Level 4 Gegner war. Ich sage immer Gegner, ich meine natürlich immer die Knotenpunkte, ja? Aber Gegner hört sich, lässt sich einfach einfacher sagen. Ja, wie gesagt, wir haben es geschafft, obwohl es in der Befehler war. Also alles eigentlich ganz gut. Und ich glaube, wir haben jetzt hier alles geholt, was man sich holen konnte. Wie gesagt, ich sag so oft wie gesagt, entschuldigt bitte. Was ich nochmal anmerken wollte. Wir haben natürlich wieder viel Munition bekommen. Und hier ist ein Aufzug. Und wo führen uns Aufzüge mit viel Munition davor immerhin? Ja, zu einem anstehenden Bossfight. Aber das wissen wir ja. Deshalb eine kurze Bestandsaufnahme. Wir haben keine Punkte mehr in der Praxis. Das heißt, wir müssen mit dem leben, was wir haben. Gut, wir haben ja Zugangscodes noch. Ein paar. Wobei ich da glaube ich nicht alle genutzt habe. Wir haben eine Mine. Die ziehe ich mir mal unten rein. Die könnte noch hilfreich sein. Dann haben wir hier noch Cyberboost-Regel. 5 Stück. Das ist ganz wichtig. Das Betäubungsgewehr brauchen wir nicht. Jedenfalls jetzt noch nicht. Eine Gasgranate könnte noch ganz interessant werden und eine EMP-Granate, die packe ich mir auch noch mit rein. Schmerzmittel sind jetzt nicht ganz so wichtig. Spirituosen, was können die machen? Gewährt 10 zusätzliche Lebenspunkte. Könnten wir auch noch nehmen. Nehme ich jetzt auch. Den kleinen Rausch gönne ich mir. Denn dann sind wir bei 155, glaube ich, Lebenspunkte. Und dann sind wir, glaube ich, auch schon ganz gut auf den Kampf vorbereitet. Ich muss noch ganz schnell gucken, was es bei dem Paket gibt. Lädt 2 Energiezellen auf. Okay. Das heißt, wir werden mit den kleinen Riegeln arbeiten. Die laden nur eine auf. Und, oh, das war schon ganz schön hart hier. Und wenn wir dann fertig sind mit den Energiezellen, mit den kleinen, müssen wir halt die blauen Zellen oben links ganz auslaufen lassen. Puh, dann würde ich sagen, gehen wir mal los. Und wahrscheinlich in die Höhle des Löwen. Richard, I'm in an elevator leading to the Bangu. Any security features I should know about ahead? Nothing too taxing, I suspect. The Pangu's used mostly for maintenance and storage. Look for a second elevator once you're there. It'll carry you straight into the tower. Ah, das hört sich so an, als wäre hier nochmal eine kleine Zwischenstation. Ich dachte, jetzt geht schon los. Noch nicht ganz anscheinend. Und. Moment, kannst du mal gucken, was gibt's hier? Kisten. Oh, mit. Moment, da hätte ich gern was. Genau. Ein Stopper. Und. Gibt's hier hinten auch noch was? Schlechter Griff, schlechter Griff. Schlechter Griff? Wie schlechter Griff? Aha, verstehe ich jetzt nicht ganz. War eigentlich ein ganz guter Griff. Aber okay, dann bevormund mich halt mal, Spiel. Was ich sagen wollte, habe ich vergessen, denn wir lesen jetzt das PDA. Schwerer Zwischenfall im Pangu-Lager. Äußerste Vorsicht. An alle Mitarbeiter. Im Pangu-Lager ist es zu einem Zwischenfall gekommen. Ein Stromkabel hat sich gelöst. Es besteht Gefahr eines tödlichen Stromschlags. Bitte seien Sie äußerst vorsichtig, bis das Wartungspersonal den Bereich gesichert hat. Ja, danke dafür. Oh, das ist schon Stufe 4. Das können wir gar nicht hacken. Ah, das ist natürlich
Schade, weil dann könnte man nämlich den Strom ausschalten, aber guckt mal an. Da gibt es den kleinen Geheimweg. Und das ist irgendwie offen. Und den Geheimweg finden wir auf jeden Fall noch. Wir sind irgendwie voll. Ist halt die Frage, ob wir das brauchen könnten. Müssen wir mal merken, also uns merken, vielleicht brauchen wir es ja noch. Und jetzt ganz kurz mal safen. Ich wollte noch irgendwas sagen, aber ich habe es gerade einfach total vergessen. Mir ist es entfallen. Wir müssen jetzt auf jeden Fall hochgehen. Ich bin gerade immer gerade noch so ein bisschen nebenbei am... Das ist schon wieder schlechter Griff. So, wieder kurzen Cut machen müssen. Sorry dafür. Hier war wieder schlechter Griff, das ist seltsam. Was ich sagen wollte ist, dass ich so am Überlegen war, was ich sagen wollte. Also ganz davor. Das war auf jeden Fall was Wichtiges, glaube ich. Aber auch wenn nicht, naja. Ist ja egal. Es fällt uns bestimmt irgendwann mal wieder ein. Und die Frage ist jetzt, was machen wir? Also da unten gäbe es eine Kiste und vielleicht noch irgendwelche Goodies. Es gibt auf jeden Fall eine Lüftung. Oh, kann man nach draußen gucken. Ah, und jetzt sind wir hier am quasi oberen Ende der Stadt. Wir können uns die mal ein bisschen betrachten. Es sieht schon krass aus. Also eine Stadt über eine Stadt quasi. Ich weiß nicht, ob es sowas in der Art schon gibt. Und guckt mal einen an. Da ist der Lüftungsschacht. Haben wir ihn doch noch gefunden. Und so kommen wir jetzt auf jeden Fall noch an die... Oh. Ah, guck mal einen an. Da ist wohl einer irgendwie gestorben. Boah, ich würde schon gern wissen. Gucken, kommen wir da hoch? Ja. Könnte man runterhüpfen, wenn man oben wäre. Da kommen wir bestimmt noch hin irgendwie. Oh nein, ich weiß, wie man hinkommt. Wenn es dir sonst keinen Weg mehr reingibt. Mit der Beinaugmentierung. Das ist natürlich die Frage, wie er da reingekommen ist. Aber es gibt eine Beinaugmentierung. Da kann man höher springen. Aber wir haben leider keine Punkte mehr. Oh, und da kommen wir auch nicht hin. Wie man gesehen hat, das Loch war schon relativ hoch. Also man kann sehr hoch dann springen. Peps, ist das eine Waffe? Wahrscheinlich schon, ne? Das ist, was ist das? Energiepack. Ach, eine Energiewaffe. Den Riegel hätte ich aber trotzdem ganz gern. Die Energiewaffe nicht so sehr. Haben wir eh keine Munition dafür. Brauchen wir auch gar nicht. MP-Munition. Wir hätten eh keinen Platz für eine MP. Können wir also fallen lassen. Dann nehme ich lieber den Cyberboost-Riegel mit. Denn der bringt uns mehr. Also im Endeffekt. Denn falls wir uns unsichtbar machen müssen oder durch die Wände schauen wollen und es wird wirklich kritisch, dann kann man es auf jeden Fall nutzen. So. Und ich glaube, die Kisten sind einfach nur da, um leichter hochzukommen. Und dann werden wir sie auch nur dafür verwenden, sage ich mal. Weil irgendwie gibt es hier unten nichts. Also ich sehe nichts. Kein, wie sagt man, Goodie. Keinen tollen Bonus-Loot oder irgendwas. Es sind einfach nur mehr oder weniger Kistenrätsel. Ist jetzt nicht super, super, super spannend, aber naja. Wir sind Profis und deswegen belastet uns das, sage ich mal, nicht so sehr. Wenn wir keine Profis, dann wäre es was anderes. Aber egal. Sonst schon sind wir weitergekommen. Und jetzt endlich. Der Bosskampf, vor dem ich euch ja mehr oder weniger gewarnt habe, muss auf jeden Fall bald kommen. Deshalb bin ich am Überlegen, ob ich die Folge hier ein bisschen kürzer mache. Oh, sieh mal einen an. Das sind Leute. Sie schauen sich die schöne Umgebung an. Arbeiter, die da arbeiten. Die ineinander laufen und keine tollen Wege haben. Hätte man schöner machen können, aber... Ich meine, es ist schon cool, hier das zu sehen. Natürlich merkt man auch in dem Spiel an, die Texturen sind stark verschwommen, wenn man genau hinguckt. Auf die Entfernung fällt es nicht so auf. Es ist schon ein älteres Spiel, ja. Oh, da gibt's noch was. Okay, Reisende, hier ist schon wieder EP. Wenn man schleicht, findet man sehr viel, oder kriegt man sehr viel EP. Gibt's da noch irgendwas? Mal gucken. Bevor ich die Folge beende, weil ich denke, danach wird's, hier wird's zum Bosskampf kommen, aber schon mal eine an. Da gibt's noch was, das wollen wir uns vorher angucken. Da
dann ist die Folge doch noch nicht vorbei. Habt ihr nochmal Glück gehabt? Da könnt ihr euch nochmal was hier gönnen. Weil da ist natürlich die Frage, wo das hinführt. Ah, okay, da könnte man jetzt runterhüpfen zu dem Typen. Ja gut, mal ganz kurz gucken, was es hier gibt. Ein Snipergewehr und ein PDF oder eine PDA, mehr oder weniger. Wir haben ja dann ungefähr die gleiche Höhe den Sprung schon mal ausprobiert. Überleben tun wir es leider nicht, sonst hätte ich es mir jetzt angeguckt. Da bräuchten wir dann die Fallaugmentierung. Aber egal. In der nächsten Folge geht es dann vielleicht länger weiter, höchstwahrscheinlich sogar. Und wahrscheinlich mit dem Bosskampf. Lasst euch überraschen. Ich gebe ab an die Zentrale live aus China. Bis zum nächsten Mal.